Der ist wieder in die Speicherfeder. Ah, so viele Räume. Ein Buch genannt Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Mal aufmachen. Boah, Fischlis, Kois, was passiert? Scheint, als wären diese Fische aus dem Buch geflüchtet. Wartet, oh nein, sie sind weg. Das ist meine Schuld, ich hätte das Buch nicht öffnen sollen. Es sind nur Fische, das macht doch nichts. Sag das nicht. Jedes kleine Detail ist wichtig in so einem Buch. Egal wie klein es auch ist. Also versuchst du sie zu finden? Ja. Wenn ich mich recht entsinne, waren es 5 Fische. Ich wette, ich werde sie alle finden. Okay, wir müssen 5 Fischlis finden. Na, wird schon. Da ist ein Fischli. Schon ziemlich großer Bereich. Und sie sagt wieder, ich liebe Schach. Nee, magst du Schach? Ja, ist einer meiner Lieblingsspiele. Wirklich? Ich liebe es auch. Lass uns mal eines Tages zusammen spielen. Hey, ja, ich akzeptiere deine Herausforderung. Na, wir sollten erst uns hier unten umschauen. Wieder Schalter. Da oben steht sie. Ach, was sollen wir denn hier machen? Sollen wir jetzt hier irgendwie eine Brücke oder sowas bauen? Aber ich wüsste jetzt halt nicht, wie man das entsprechend hinstellen sollte. Dass halt was bringt. Noch ein Fischli. Da kam es auf einmal von der Seite und hat uns angegriffen. Ein großes, elegantes Bett. Ganz viele Bücher. Ein Spinnrad. Scheint ziemlich alt und in schlechter Verfassung. Okay, sonst passiert hier nichts. Können wir jetzt nochmal hier hochgehen? Wahrscheinlich zu, ja. Ich hab fast gedacht. Können wir jetzt hochgehen? Ja, weil wir alle Räume durchsucht haben, beziehungsweise mal reingeschaut haben. Bücherregal ist dekoriert mit Rosen. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ist noch ein Fischli. Warum versuchst du nicht auf den Bücherregalen zu laufen? Vielleicht findest du ja was Interessantes. Müssen wir versuchen, auf die andere Seite zu kommen, oder wie? Scheinbar. Jetzt wissen wir, was wir machen sollen. So ungefähr. Ist sie jetzt wieder da oben? Nein.
Das macht hoch und runter. Das macht nach links. Das hier, das. So, jetzt haben wir hier einen Durchgang. Beziehungsweise, wir können da jetzt entlang laufen. Mal gucken, was wir jetzt auf der anderen Seite finden werden. Noch eine Feder. Levin, zitterst du? Das ist nicht wahr. Warum gibst du es denn nicht zu? Ich weiß, dass da irgendwas falsch ist. Sei nicht so dickköpfig. Wenn du es mir nicht sagst, dann kann ich dir nicht helfen. Du möchtest es mir nicht sagen? Dann versuche ich zu raten. Hm, lass mal schauen. Oh, es muss das hier sein. Du hast Angst vor der Höhe. Das war der Grund, warum du gerade gezittert hast, während wir über die Bücherregale gelaufen sind. Das stimmt nicht. Naja, ich glaube, wir müssen da eh nochmal drüber. Wenn du nochmal anfängst zu zittern, dann weiß ich, dass meine Vermutung stimmt. Verdammt. Unterschätz mich nicht. Ein Fischli fehlt uns aber noch. Da ist das letzte Fischli. Da ist ein Buch genannt Weiß und Schwarz. Vor langer Zeit gab es zwei Königreiche, die in Frieden und Harmonie lebten. Das Weiße Königreich und das Schwarze Königreich. Die Prinzessinnen von jedem der Königreichen waren zusammen seit dem Tag, an dem sie geboren wurden. Wie auch immer, diese fröhlichen Tage endeten, als ein Krieg zwischen den zwei Königreichen entbrach und die Prinzessinnen voneinander getrennt werden mussten. Der Krieg schien endlos und die Straßen der beiden Königreiche waren getränkt in ein, ja, wahrscheinlich in Rot. Die Prinzessinnen, nun Königin, versuchten den absurden Krieg zu stoppen, den ihre Eltern begangen, aber scheiterten dabei. Als sie realisierten, dass der Krieg nur enden würde, wenn eins der Königreiche aufgab, entschlossen sie sich für einen Plan. Die beiden gingen aufs Schlachtfeld und jede hielt ein silbernes Messer. Mit diesem Messer durchstachen sie das jeweilige Herz des anderen. Ja, rote Rosen blühten aus ihren Herzen, weil die Liebe, die sie für weil sie Liebe für den jeweils anderen empfanden. Der Krieg endete endlich. Was denkst du über dieses Buch? Warum fragst du? Ich war nur neugierig. Es hat keinen Grund. Vergiss, dass ich gefragt habe. Papa, Papa, was war das? Ist das nicht das Buch, das wir gerade gelesen haben? Oh nein, ist er derjenige, der das Buch geschrieben hat? Huh? Was? Papa? Warte, das bedeutet... Levin, hast du das Buch geschrieben? Nein. Natürlich, das macht Sinn. Für ein Buch ist der Autor wie seine Eltern. Das stimmt nicht, ich hab nicht... Papa? Oh, wein nicht. Oh, ich wusste es. Du bist der Autor von diesem Buch. Ja, ich hab's geschrieben, aber... Bitte, ich möchte dein Autogramm. Papa! Aha, ihr beide seid so nervig. Aber, schön dich zu treffen. Jetzt geh zurück in dein Bücherregal und schlaf wieder.
Okay, Papa. Lass uns weiter erkunden. Was ist mit dem Autogramm? Autogramm, Autogramm. Nein, okay. Ui. Sein Messer auf dem Boden. Ein silbernes. Ach, das ist ja große Klasse. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Wenn ich mir dein Gesicht so ansehe, war meine Vermutung wohl richtig. Du hast Angst vor der Höhe. Gibt's doch keinen Grund, sich deswegen zu schämen. Jeder hat vor irgendwas Angst. Zum Beispiel, ich habe Angst vor Mathe. Das ist ja. Oh Gott. Ich habe das jeden Tag in der Schule. Es ist schrecklich. Egal wie viele Mathebücher ich lese, ich verstehe sie nicht. Es ist so frustrierend. Dann solltest du mal ein bisschen mehr üben. Ja, da verbringe ich meine Zeit lieber damit, lustige Bücher zu lesen. Vielleicht ist das das Problem. Oh. Ich war vorher auch noch nicht da, oder? Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Fischlis zurückbringen. Da ist noch ein Buch. Ich höre so ein paar komische Geräusche aus dem Raum, aber ich möchte da nicht rein. Da ist bestimmt ein Herz und wir müssen es mit dem silbernen Messer durchstechen. Hey, ich habe doch die Fischlis gefunden. Nein, ich habe nur vier Fischlis. Ich dachte, es wären schon fünf. No. Ein Fischli ist missing. Schnell speichern und dann ab nach oben und durch die komische Tür. Da ist das Fischli. Ich habe das Fischli gefangen. Ende der Geschichte. Große Schachfigur. Diese Schachfigur wird Königin genannt. Sie ist die stärkste aufgrund der Weite ihrer Bewegung, die sie vollziehen kann. Ansonsten passiert hier nichts. So, dann bringen wir jetzt das letzte Fischli auch noch mit zurück. Möchtest du dem Buch die Fische geben? Ja. Rein mit euch. Oh. Ich glaube, sie möchte uns etwas geben. Noch ein silbernes Messer. Ich hoffe, du kannst es verwenden. Ich konnte es selbst nicht tun. Wie, ich kann es verwenden? Jetzt habe ich zwei Stück davon. Ich will es doch gar nicht verwenden. Das ist halt die Frage, wo müssen wir denn jetzt hin? War noch irgendwie was abgesperrt, wo wir vorher nicht hinkamen? Das weiß ich halt gerade nicht. Komm halt hier auch wieder zurück. Ich glaube nicht, dass wir wieder zurück müssen. Ist ja so ein bisschen komisch. Aber sonst waren wir ja überall. Oder müssen wir die beiden Königinnen? Ja, wir müssen die beiden Königinnen töten wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, ich verstehe, was du da versuchst zu machen. Gib mir das andere Messer. Bist du bereit? Ja. Okay, lass es uns tun. Bam. Öffne deine Augen.
Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe auch meine Augen geschlossen, als ich das Messer verwendet habe. Die Atmosphäre scheint mir besser zu sein. Ah, hier sind wir hier. Tür ist abgesperrt. Die auch und die wahrscheinlich auch. Die nicht. Alles Dinkel. Da ist eine Feder. Na, was ist das denn? Ein Federkiel? Der ist wirklich schön. Wie komisch. Der ist warm. Aber doch kalt auch zur gleichen Zeit. Aria. Aria, kannst du mich hören? Was? Ein Traum? Wir sind eingeschlafen. Du auch? Ja, ich bin gerade erst aufgewacht. Ich glaube, wir sind eingeschlafen wegen diesem Raum. Wir sollten hier rausgehen. Ja. Ah, da ist eine Tür. Da gehen wir erstmal durch. Da kommen wir nicht weiter. Kommen nur nach oben. Und jetzt bewegen wir uns. Levin, schau dir das mal an. Die Aussicht ist wundervoll. Was passiert jetzt? Will er sie jetzt durch das Fenster durchstoßen? Sie ist abgelenkt. Das ist die Chance, auf die ich lange gewartet habe. Es ist Zeit, es zu beenden. Aber warum zittere ich? Ich kann jetzt nicht zögern, ich muss es tun. Levin? Ah, kann ich dir was sagen? Hä? Erinnerst du dich daran, was du mir vorher erzählt hast? Dass du mir erzählt hast, dass du ein Autor bist? Ich glaube, wir sind, ja. Wir sind ziemlich gleich. Was meinst du? Na, guck doch mal. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren, da gab es ein kleines Mädchen, was es liebte zu lesen. Aber niemand in ihrem Alter teilte ihr Hobby. Andere Kinder dachten, es sei langweilig und sie lachten sie aus, dass sie so ein komisches Hobby hatte. Das Mädchen respektierte und verstand, dass sie nicht die gleiche Liebe für Bücher teilten, aber sie fühlte sich trotzdem traurig. Ihre Eltern, die nicht wollten, dass ihre Freude verschwand, nahmen sie mit zum ersten Mal zu einer Bücherei. Ihre Augen funkelten, als sie so viele Bücher und so viele andere Leute in allen Altersklassen sah, die ihr Hobby teilten. Seitdem besuchte sie die Bücherei jeden Tag und sie wuchs auf, umgeben von Büchern und Freude. Warum erzählst du mir das? Naja, du hast mir deine Vergangenheit auch erzählt. Ich dachte, es wäre nur fair, wenn ich dir meine auch erzähle. Lass uns Freunde sein. Freunde? Ach verdammt, die macht ja alles kaputt hier. Es macht doch nichts aus, dass niemand deine Bücher lesen möchte. Ich werde sie lesen und ich werde dir sagen, was ich davon halte. Ich glaube, wenn du nicht aufgibst, dann wirst du ein toller Autor werden. Oh, hör doch bitte auf damit. Du machst alles nur viel komplizierter. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich möchte nicht, dass du hier in meine Angelegenheiten einbezogen wirst. Levin! Oh. Das macht Arya auch schon wieder. Ja, der arme Levin. Der will sie doch nur umbringen. Jetzt konnte er es schon wieder nett machen. Schlimm. Oh, bist du sauer auf mich? Nein, es ist meine Schuld. Ich hätte das nicht sagen sollen. Es ist okay, keine Sorge. Jetzt dürfen wir auf die andere Seite.
Da ist sie schon wieder. Ja, zum Schluss treffen der Protagonist und die Erzählerin wieder. Sie hatte einen zuversichtlichen Blick in ihrem Gesicht. Selbst wenn sie erschöpft schien. Ja, ich weiß, schuttend heißt nicht, meine, ja. Ist ja dieser Unterschied von schuddend und massend. Must not und should not. Ist mir aber egal. Du erzählst doch nur, was ich mache. Ja, ich muss nur erzählen, was du machst. Levin ist nicht wichtig. Aber keine Sorge, Levin. Wenn du möchtest, kann ich auch erzählen, was du machst. Na, das brauchst du nicht. Das erinnert mich an. Bist du dir sicher, dass du auf dieser Seite stehen bleiben möchtest? Warum sagst du das? Ja, wenn du der Protagonist bist und ich bin die Erzählerin, dann könnte Levin der Antagonist sein. Was? Das kann nicht wahr sein. Es könnte gefährlich sein, neben ihm zu stehen. Levin hat mir schon viele Male das Leben gerettet. Ich denke, er ist eine gute Person. Und ich glaube, dass du auch eine gute Person bist, Erzählerin. Ich eine gute Person? Du musst dich sehr allein fühlen an diesem Ort. Was denkst du denn darüber, wenn wir gemeinsam in unsere Welt zurückkehren? Da ist etwas, was du immer noch nicht verstehst. Ich bin kein Mensch, ich bin eine Erzählerin. Meine Aufgabe ist zu erzählen, was du tust, das ist alles. Ich empfinde keinerlei Sympathie dir gegenüber. Du bist wie eine Puppe für mich, aber ich sag dir, dass ich eine Erzählerin bin. Ich bin kein langweiliger Mensch. Solltest dich mal beruhigen. Mich interessiert ein menschliches Leben nicht. Sofern sie ihren Zweck für mich erfüllt haben. Wenn sie mich genügend begeistert haben. Und sobald sie sterben, werde ich keine Träne für sie vergießen. Verstehst du es jetzt? Das ist es, was eine Erzählerin ist. Ich bin keine gute Person. Und über alledem bin ich kein langweiliger Mensch. Das ist genug. Hä? Was passiert mit mir? Mein Kopf? Ah, das tut weh. Ich glaube, ich sollte gehen. Erzählerin. Langweiliger Mensch. Ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich fange an zu verstehen. Quietsch.